Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einer neuen Mod-Vorstellung für Transportfieber. Wir befinden uns hier auf dem Watzmann mit Blick auf den Königssee. Dort war ich im Urlaub, bin jetzt wieder zu Hause. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit den Videos, die ich euch vorbereitet hatte. Hatte im Urlaub auch den Laptop zur Verfügung, hab da so ein bisschen geguckt und bin jetzt wieder zu Hause. Und muss sagen, es war ein schöner Urlaub. Da unten war es auch nicht so heiß wie hier in der Mitte von Deutschland. Hier muss ich schon ziemlich schwitzen und bin auch ganz ehrlich, bei dem Wetter bin ich nicht so aktiv in Transportfieber. Da gehe ich lieber raus, schön ans Wasser, wo es noch welches gibt. Es ist ja wirklich massiv zurzeit, die Trockenheit. Wir haben hier gar kein Gras mehr, wir haben nur noch Stroh. Alles verbrannt. Unser Bach hier hinterm Haus, der ist schon lange lange ausgetrocknet, ja. Ich hoffe, euch geht's gut. Vielleicht gibt's unter euch auch ein paar ältere oder kranke Menschen. Passt auf euch auf, denn ein Ende ist ja leider nicht absehbar. Gut, aber das soll uns heute hier nicht interessieren. Ich wollte euch was Tolles zeigen. In der Zeit, wo ich nicht da war, sind natürlich ein paar tolle Sachen rausgekommen. Und zwar ist das von dem guten Mayuen oder auch bekannt unter Mayus Gaming. Der hat uns einen platzierbaren Bahnübergang gebaut. Besten Dank dafür. Den Link gibt es natürlich in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch das runterladen. Und zwar hat man ja oft das Problem. Ich zeige euch das mal. Wir bauen jetzt hier einfach mal eine Straße. Bauen wir mal hier durch. So. Und dann baut man hier das Gleis drüber. Da seht ihr es, diese Huppel. Wenn hier jetzt ein Zug drüber fährt, der, das ist natürlich unrealistisch, der hüpft dann. Und auf der Seite geht's noch, aber ja, wenn man sich das hier anguckt, das ist, ja. Sowas baut man nicht in der Realität. Und da hat der Mario, man, es gab natürlich auch so Tricks, wie man das bauen konnte. Aber der Mayu, der hat hier was Tolles uns gebaut. Und zwar hier Ploppable Railroad Crossing, platzierbarer Bahnübergang. Das ist nichts anderes als eine Konstruktion, wo der Bahnübergang quasi schon mit der Straße zusammen gebaut ist. Wir haben hier ein paar Auswahlmöglichkeiten. Zum Beispiel ein Tramgleis, was ich nie empfehlen kann, weil wenn ich das baue, ihr seht das, die Pfeiler stehen mitten auf dem Gleis. Halten wir das nochmal ab. Genau, Tramgleis, nein, ja oder elektrifiziert. Dann die Straßen können wir auswählen, klein, mittel, groß, extra groß. Und dann die Landstraßen von klein bis extra groß. Leider nur zwei Gleise. Ja, habe ich gelesen, hat er geschrieben, ab drei Gleisen kann es zu abstürzen. Und das hat wohl nicht so geklappt. Ist auch die Version 0.17 oder 0.18. Bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall ist das noch nicht final. Und hier könnt ihr auswählen bei Gleis 1 Hochgeschwindigkeit oder, ach, wir bauen das jetzt erstmal auf Standard. Wir bauen das mal, dann seht ihr hier mit Strom zwei Gleise mit Lokstraße. Und wenn wir jetzt hier auf Hochgeschwindigkeit gehen, dann haben wir ein Gleis Hochgeschwindigkeit und eins ohne. Und dasselbe könnt ihr auch mit dem Strom machen. Nehmen wir jetzt mal Standard, dann nehmen wir mal bei Gleis 1 die Oberleitung weg und hier seht ihr Gleis 2. Und dann haben wir hier ein Gleis mit Strom und eins ohne. Auch eine nette Sache. Und natürlich könnt ihr hier auch jeden Bahnübergang, den ihr als Mod installiert habt, natürlich auch hier bei dieser Konstruktion auswählen. Nehmen wir mal den. Und zack, haben wir einen schönen, geraden Bahnübergang. Ist wirklich eine feine Sache. Vielleicht kommt das Ganze, was mir noch fehlt, mit Kurvenradien. Das wäre natürlich eine super Sache. Wenn das noch möglich wäre, weil man hat ja nicht immer nur gerade Bahnübergänge. Also wirklich toll. Dicken Dank dafür. Ich denke mal, ihr könnt das auch gebrauchen. Ich habe hier hinten auch schon, wenn ich es denn wieder finde, da hinten, habe ich schon mal einen Bahnübergang gebaut. Um euch mal zu zeigen, dass das Ganze auch funktional ist.
Kommt unser Zug. Wenn er denn kommt. Und da kommt er. Dann gehen die Schranken zu. Und ihr seht, keine Hubbel, nix. Der fährt da schön gerade drüber. Und ja, tolle Sache. Erleichtert enorm, das Ganze schön hinzukriegen im schönen Bau. Aber ich habe auch schon oft mitbekommen, dass Leute, die keinen Schönbau betreiben, das Ganze auch ziemlich stört. Also es ist für Schönbauer und für Leute, die das Spiel normal spielen, für beide eine super Sache. Ja, was soll ich noch sagen? Ich habe euch alles gezeigt. Eine tolle Mod. Lasst dem guten Mario doch ein Like da, wenn ihr euch das Ganze runterladet. Und vielleicht einen netten Kommentar. Da wird er sich bestimmt drüber freuen. In dem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns bei einem der nächsten Videos wieder. Schwitzt noch ein bisschen und genießt die Sonne. Bis dahin, ich bin raus, macht's gut und ciao.